Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute soll es um die Vision deines Lebens gehen. Ich mag diese Übung super, super gerne. Hört euch erstmal an, um was es geht, weil ihr müsst euch dafür Zeit nehmen. Gerne eine halbe Stunde, eine Stunde, wie ihr Zeit und Möglichkeiten habt, bei einem Kaffee irgendwie gemütlich auf der Couch mit was zu schreiben. Und zwar geht es darum, die Vision seines Lebens mal aufzuschreiben. Also ganz oft erlauben wir uns ja nicht mal, darüber nachzudenken, weil es ist ja keine Zeit dafür, es ist nicht das Geld dafür. Ich habe jetzt kleine Kinder, deswegen kann ich dies und das und jenes nicht machen. Aber es tut so gut, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was ist denn die Vision meines Lebens? Was sind denn meine Träume, meine Wünsche, meine Ziele? Wie möchte ich denn eigentlich, dass mein Leben ausschaut? Weil wir leben alle so, als wäre unser Leben nicht endlich. Wir leben alle so, als hätten wir 1000 Jahre Zeit, um das irgendwann mal noch machen zu können, was wir eigentlich jetzt genau tun wollen, was jetzt genau unsere Wünsche und unsere Träume sind. Und wir haben dann so viele Ausreden wie, ne, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, die Kinder sind noch zu klein, ich habe keine Zeit für mich, das zu tun, tralalalalala. Aber wenn der Wunsch stark genug ist und wenn man endlich mal einsieht, dass unser Leben in der nächsten Minute vorbei sein könnte, dann gäbe es diese Ressourcen und dann würden uns Ideen und Wege einfallen, das alles sofort oder demnächst umzusetzen. Und ich habe mir mal für euch so ein paar Dinge aus meiner Vision des Lebens rausgenommen, von denen ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar gehört da Reisen auf jeden Fall dazu. Und zwar nicht unbedingt, weil ich die ganze Welt sehen möchte, sondern dieser Tapetenwechsel, der beim Reisen einfach automatisch mit sich kommt, als Familie andere Dinge zu erleben, als Familie gemeinsam Dinge zu erleben, von denen man sich später halt noch erzählen kann. Also von meinem stinknormalen Montag zu Hause werde ich in 2 Jahren nicht mehr erzählen, aber von der Reise, die ich vielleicht gemacht habe. Dazu gehören halt auch Unternehmungen zum Beispiel. Und ja, Geld ist auf jeden Fall ein Thema, aber man kann auch sehr, 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 sehr günstig reisen, wenn man sich halt mal mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn man halt schaut, dass man vielleicht nicht unbedingt Samstag und Sonntag fliegen muss, sondern dass man zum Beispiel auch mal Dienstag fliegen kann, nur so als Beispiele. Oder wir sind auch keine Fans von All-Inclusive-Urlauben zum Beispiel. Wir machen immer auf Selbstversorger, weil dann könnt ihr auch super schön regulieren, was ihr da zum Beispiel für Nahrungsmittel und sowas ausgibt. Und wir versuchen 1 bis 2 Mal im Jahr immer zu verreisen. Ob das jetzt innerhalb Deutschlands ist oder ob es wie im März Teneriffa ist, ist dabei erstmal dahingestellt. Oder ob das ein Wochenende Berlin ist. Also ich weiß noch, wo Vince, wie alt war der damals? Ich glaube 9 Monate sind wir halt für 4 Tage zum Beispiel einfach nach Berlin gefahren. Und das reicht auch schon. Also es muss nicht die Weltreise sein und es muss nicht New York sein, sondern halt in dem, was euch gerade möglich ist, zeitlich und geldlich, es halt umzusetzen. Dann habe ich mir ja schon einen Teil meiner Vision des Lebens, habe ich ja im letzten Jahr begonnen. Und zwar war das dieses nicht mehr angestellt sein, selbstständig sein, das machen zu können, was mir wirklich Spaß macht und damit Geld zu verdienen. Damit konnte ich letztes Jahr endlich anfangen. Und klar, es ist immer ein Prozess, ne? Man kann das nicht von heute auf morgen schaffen, aber man muss einfach anfangen, man muss diesen ersten Schritt machen. Und dahin ging es halt einfach zum Beispiel. Und dass es dann irgendwann mal so sein kann, dass ich mich halt nicht Montag bis Freitag 8 Uhr an den Schreibtisch setzen muss und arbeiten muss, bis ich die Kinder abhole. Nichtsdestotrotz macht mir das natürlich Spaß. Das große Endziel ist aber dann wirklich halt einfach freier, finanzielle Unabhängigkeit, finanziell freier sein zu können, um dann halt einfach auch spontan mal sagen zu können, hey, 2 Wochen die Kinder mal nicht in den Kindergarten geben, nicht arbeiten müssen, sondern die 2 Wochen halt einfach Familienzeit haben können. Genau, halt einfach diese Möglichkeit haben zu können, ich muss nicht zwingend jeden Tag und jede Woche arbeiten, sondern ich habe halt so ein finanzielles Polster, dass ich da halt auch mal spontan entscheiden kann, lieber Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ein Teil meiner Vision, meines Lebens ist aber zum Beispiel auch, dass ich meinen Beitrag leisten möchte. Und das mache ich jetzt schon auf verschiedene Art und Weise. Zum einen engagiere ich mich ehrenamtlich zum Beispiel. Zum anderen ist so eine Aktion zum Beispiel jedes Jahr Weihnachten im Schuhkarton.
Dann hatte ich euch an Weihnachten auch erzählt, dass hier bei uns gesammelt wurde für Kinder in Kinderheimen, in Kinderhospizen, in Asylheimen und ich da zum Beispiel auch teilnehme. Aber auch diese Arbeit hier gerade auf YouTube ist für mich eine Art, meinen Beitrag zu leisten, die Welt irgendwie so ein kleines Stückchen besser zu machen. Und irgendwann wird es mehr werden, irgendwann wird es größer werden, wenn Zeit und Finanzen zum Beispiel da sind. Aber ich arbeite jetzt schon daran. Mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die ich jetzt habe, mache ich halt schon etwas daran. Zur Vision meines Lebens gehört aber auch, dass ich selbstbewusste Kinder haben möchte. Kinder, die sich dessen bewusst sind, dass sie völlig frei sind in dem, wer sie sein wollen, was sie machen wollen, wo sie hinwollen. Und das möchte ich ihnen beibringen, so möchte ich sie erziehen. Und das ist auch ein Teil meiner Vision. Tiere sind ein Teil meiner Vision, meines Lebens. Also ich hatte als Kind immer Haustiere und wir haben bisher noch keines. Es ist aber stark in Diskussion. Und genau, also Tiere werden auch Teil dessen sein. Wann jetzt genau und welche Tiere und wie viele Tiere das am Ende mal sein werden, auch das entscheidet Zeit und Finanzen natürlich auch. Aber das wird sich dann alles ergeben, aber nicht halt so in dem Denken sein, es geht jetzt nicht. Doch, es geht immer in einem gewissen Maße. Und wenn ich mir jetzt einen Goldfisch in einem Glas holen würde, jetzt nur mal als Beispiel gesehen, so ein kleiner Schritt geht halt immer. Und ein Teil meiner Vision meines Lebens ist auch immer wieder Neues zu wagen, immer wieder Neues auszuprobieren, immer mal wieder über meine Grenzen hinausgehen. Das fängt bei so kleinen Sachen an, wie dass ich letztes Jahr mit Manu im Kletterwald war. Und ich habe A, nicht so die körperlichen Voraussetzungen dafür und B, bin ich auch höhentechnisch ein bisschen Schisser, aber es hat unglaublich Spaß gemacht und wir werden das wieder machen. Ich möchte unbedingt mal bouldern gehen, also so in die Kletterhalle zum Beispiel. Und es gibt halt noch unglaublich viele Sachen, die so auf meiner imaginären Liste stehen. Nee, die gibt es auch auf Papier. Was ich einfach auch mal so Neues ausprobieren möchte. Ob das dann ein Reinfall ist oder nicht, ist erstmal egal. Aber ich möchte immer wieder Neues wagen, immer wieder schauen, ob ich über mich hinauswachsen kann. Das ist mir auch wichtig. Das gehört auch zu meiner Vision meines Lebens. Und ich möchte euch mit diesem Video einladen, euch Gedanken zu machen über eure Vision eures Lebens. Wie soll euer Leben aussehen? Und macht euch da wirklich frei von diesen Begrenzungen, die wir immer haben. Schreibt halt einfach erstmal alles auf und schaut dann, was ist mir jetzt möglich, um da mal hinzukommen oder um einen kleinen Schritt davon zu machen, einen kleinen Teil davon zu machen, einen Prozentsatz davon. Genau, schreibt es auf, setzt euch da gerne immer mal wieder ran. Also da kommen dann immer wieder Gedanken, die man da aufschreiben möchte. Nehmt euch gerne ein Buch und schreibt dann alles Mögliche auf, auch so Sachen wie zum Beispiel, was ihr mal so tun möchtet, wohin ihr reisen möchtet. Wir haben zum Beispiel im Flur eine große Europakarte hängen, wo alles angepinnt ist, wo wir mal hinwollen. Also damit fängt es halt schon an, dass wir uns offen dafür machen, träumen zu dürfen, uns Gedanken darüber machen zu dürfen, was wir mit unserem Leben tun wollen. Und macht euch frei von diesem Gedanken, unser Leben ist nun mal endlich und wir wissen nicht, wann es zu Ende ist. Und wir wollen unser Leben doch gelebt haben. Mit diesen Worten möchte ich heute auch schließen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.